Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Mittlerweile sitzt uns Jacob ein wenig im Nacken. Oh, hier sind relativ viele Gegner gerade und ich... Oh, hab kaum noch Muni. Unschön. Flux. Hier aber nochmal aufmunitionieren. Bisschen was mitnehmen. Und das letzte. Oh, das ist aber relativ gut bewacht. Sollte aber jetzt kein allzu großes Problem werden. Dankeschön. Zack, zack, zack. Ja. Das mit dem Baum hat dir nichts gebracht, vor allem wenn du auf der falschen Seite stehst. Jage weiter. Ich brenne. Sehe ich gerade leider nicht so. Ah, jetzt ist es wieder real, wie es scheint. Aber dass sie da von da oben treffen, finde ich ein bisschen unrealistisch, Kinas. Ach, ich kann ja auch noch ein bisschen zoomen. So, das hat ja schon mal funktioniert. Ruhe. Schöne Muni. Aber gut, dann jagen wir doch mal. Herr sieht. Da oben hat den irgendjemand wiederbelebt. Verdammt. Und schön. Aber wird schon werden. Zack. Das war ja nix. Deckung, heilen. Du hast ein wenig zu lange zum Heilen gebraucht. Wieso geht der nicht drauf? Und vor allen Dingen, wer belebt den da oben denn wieder? Irgendwie kann ich nur einen sehen. Hm. Das läuft alles jetzt nicht so gut. Naja, aber ich habe, glaube ich, bei anderen ja auch ab und zu mal ein, zwei Anläufe mehr gebraucht. Außer halt für... John. So. Dann schaffen wir uns einfach mal hier voran. Komm doch nochmal hier hoch, danke. Wieso hab ich... Achso, ich habe keine Muni mitgenommen. Fuck. Dann machen wir es halt so. Ach, dieser scheiß Hund kann ja auch wieder beleben. Stimmt ja. Vielleicht ist da oben halt noch ein Hund. Tschüss. So, dann halte ich mich jetzt mal.
Wir haben ja noch genug da. Wie wollt ihr mich denn von da aus treffen? Okay, das ist ein wenig unrealistisch. Ich glaube, ich wechsle auch hier gerade Dings nochmal aus. Ich glaube, Molotow wäre gar nicht so schlecht. Ebenso wie die Granaten. Sehr schön. Aua, Hund, weg. Dich kann hier gerade niemand gebrauchen. Verdammtes Drecksvieh, geh doch mal drauf! Meine Herren! Interessanterweise hat das gesessen. Weg! Boah, diese Hunde. Warum seid ihr denn gerade so gut in Deckung hier? Das mag mir überhaupt nicht gefallen. So. Ach, das ist wahrscheinlich Joseph da oben. Ich habe halt echt keine Waffen hier. Scheiße hier, das ist doch kacke. Mensch, ich brauche ja anständige Waffen. Bosskämpfe. Ich habe gegen die Dicken halt leider nichts, was irgendwie wirksam ist. Ich glaube, das mit dem Revolver ist gar nicht schlecht und dann muss ich den Dicken halt mit dem MG nachher ausschalten oder irgendwie anders. So, jetzt. Bitte mitnehmen. Obwohl, das ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Merke ich mal. Obwohl, ich sollte mir das vielleicht noch ein bisschen aufheben. Könnte das sein? Oh Gott, ey. Viecher, hört auf zu nerven. Diese Scheißwölfe, die von überall rumkommen und die du halt nicht siehst. Ich will jetzt einfach nur mal nach vorne kommen und die Mission fertig kriegen. Kinders, 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 geht mir das hier schon wieder auf den Sack. So. Weg. Weg. Obwohl, ich glaube, es macht gar nicht so viel Sinn, hier so viel Muni zu verschwenden. Wir können ihn ja eh noch nicht wirklich angehen. So, Wölfchen können da mal weg. Das könnte ich jetzt zumindest bei denen hier unten noch mal anwenden. Hier den Pfeil. Jake hat mich wieder im Blick.
Hi, Wolf. Stirb. Dankeschön. So, Heilung Nummer 1. Wollen jetzt hier nichts riskieren. Ich habe es schon zu oft neu machen müssen. So, weg mit dem Wolf. Dann in Deckung. Deckung nochmal. Wie gesagt, diese scheiß Wölfe. So, der wäre weg. Na gut, der kommt leider hier dran. Unschön. Du kannst da jetzt auch mal weg. Okay, was möchtest du jetzt noch alles mir in den Weg stellen, mein lieber Herr Jacob? Aua. Wolf? Ja. War klar. Okay, durchladen. Oh Gott, ihr geht mir so auf den Sack, ihr verdammt Drecksviecher. Na cool, Muni, das ist nett. Aber gut, zumindest haben wir hier was schon wohl. Na, wahrscheinlich haben wir doch irgendwelche Wölfe. Oder? Da war doch gerade irgendwas. Ist da irgendwas rumgerollt? Naja, keine Wölfe, sondern Kätzchen. So. Was hältst du nicht davon? Nichts, wie mir scheint. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich, wie bestellt, und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Okay, auch hier wieder ein Schlüssel. Deputy, ich
Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Ah, alles klar. Dann auf zum Bunker. Können wir da irgendwie schneller hinreisen? Ja, einigermaßen. Flugplatz, da war ja auch ein Auto. Auch hier wieder eine Session mit Bunker. Das Auto ist weg. Toll. Ah ne, ich könnte sogar eins holen. Okay. So, brauchen wir doch Muni. Ein bisschen was von Pistolenmuni. Dann hätte ich aber ganz gerne wieder Westen und Erste-Hilfe-Sets. Und... ja, mein treues Autochen. Nehmen wir den Hörkwagen oder den anderen. Nimm mal den. So, und wen nehmen wir denn noch als Begleiter mit, als weiteren? Wieder Grace. Ich glaube, der wäre beim Bunker auch nicht schlecht, aber ja. Das bei... ein bisschen Kollateralschaden bei dem Flammenwerfergedöns. Ja, gleich hier, Mädel kommt noch. Na komm, steig ein. Komm, steig ein, Mädel. Oh. Dann halt nicht. Gemacht. Wo ist dein Vater jetzt, ha? So, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Dort hochfahren einfach, okay. Gemacht. So, steigst du jetzt vielleicht mal ein? Scheinbar. Komm, Mädel, rein mit dir. Du hast Glück, dass du mich hast. Gute Arbeit, Jess. Hoffentlich geht doch. Besser, als du schießt. Das war ein Witz. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. So, meine Herren. Genau, jetzt musst du natürlich nachladen. Hier drüben. Da. Gott, vielen Dank. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Ach, das Zelt ist auch nicht mehr als Befreiungsding. Ich hätte ja wahrscheinlich abfahren müssen, oder? Nee, immer noch nicht. Einfach geradeaus weiter. Okidoki, dann machen wir das halt so. So, haben wir noch hier rüber.
nicht. Heilige Scheiße! Hallo, ich bin da. Okay. Scheiße, Psycho! Friss Scheiße und stirb! Bewegung! Okay, gut gemacht. Der Menschheit unter Einsatz eures Lebens verteidigen. Die Tore Edens müssen versiegelt sein. Gut gezielt, Jess. Meine Kinder, der Feind ist stark. Hat das Sniper-Muni dabei? Aber wir werden stärker sein. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.